Ja, wir wollten euch einfach mal ein Zeugnis erzählen von Magdalena, von Marco, wie sie einfach so ihr Leben Jesus gegeben haben und wie sie so ein neues Leben mit Jesus angefangen haben. Ja, war damals ein ganz markanter Tag, ja, wenn man es hier im Bild sieht. Es war der 10. Februar 2010. Das ist also jetzt schon 7 Jahre her, ja, wo ihr eure Entscheidung getroffen habt. Und es war ein ganz besonderer Tag. Wir als Gemeinde, zwei Christengemeinde Merzig, haben nach oben gebetet hier in der Kapelle. Das war immer unsere Zeit oder ist immer noch unsere Zeit, wo wir ab und an dorthin beten gehen, auch für die Stadt. Und da ist einmal Magdalena und Marco gekommen. Und ich will euch einfach ein paar Fragen stellen, wie das damals kam. Ich weiß, es war noch ein kalter Februartag, war richtig kalt, aber es hat uns nicht abgehalten, dort oben zu beten. Und ich will einfach mal Marco die Frage stellen, in welchen okkulten Dingen wart ihr denn in eurem Leben damals verstrickt? Also, das hat angefangen eigentlich so 2008. Ich war vorher bei den Zeugen Jehovas. Und war schon mal irgendwo ein bisschen auf der Suche gewesen nach Gott, nach dem Sinn des Lebens irgendwo auch. Und was ich ja irgendwann auch immer mal die Frage stelle, warum ist man überhaupt da? Ja, es kann ja nicht sein, dass man einfach nur so jetzt hier auf der Welt ist, ohne dass irgendein Sinn, es muss einen Sinn geben. Ja. So wie jeder Mensch irgendeine Bestimmung und einen Sinn haben muss. Und so war ich halt bei den Zeugen Jehovas. Dann war ich in Wer kennt wen und habe da so ein bisschen Ausschau gehalten, wo man auch Leute kennenlernt. Unter anderem habe ich da auch Magdalena kennengelernt. Und wir haben irgendwie so ins Gespräch. Ja, und ja, und wo es dann darauf zuging, welche Hobbys man dann so hat und so, sagte sie dann, dass das Spirituelle sie sehr anzieht und dass sie dann halt auch ziemlich auf der spirituellen Ebene schwebt, was auch manchmal sich darunter vorstellen kann. Und ich als, ja, sagen wir mal, Zeugen Jehovas dachte ja auch, spirituell, das ist gefährlich und Kult und hin und her. Aber mein Vater ist ja auch Schamane gewesen oder immer noch, je nachdem, ja. Und von daher kannte ich ja auch so ein bisschen okkulte Sachen und dann kam ich halt auch ins Gespräch und habe auch gesagt, dass mein Vater unter anderem dann ja auch in den okkulten Dingen da drin ist. Und irgendwie haben wir uns dann nachts getroffen. Mhm. Ja, und ich glaube, das waren 2 Uhr nachts oder so und im Bürgerpark in Saarbrücken und haben da uns unterhalten. Mhm. Ja, und das war einerseits, sage ich mal, eine Begegnung, die bisschen unangenehm war, sage ich mal so, weil ich hatte ja auch schon irgendwo ein bisschen Angst, weil ich hatte so ein bisschen Ehrfurcht davor auch. Ja, und ich glaube, was soll man da noch fertig sagen? Ja. Ja, und ja, die Magda irgendwie kam da so auf mich und sagte dann so, irgendwie hast du so eine weiße Kugel um dich, was irgendwie alles Negative abhält. Also ich kann heute auf jeden Fall mal sagen, dass das der Herr war, der mich damals schon bewahrt hat. Okay. Ja. Magda, wie war das mit dir damals? Was hast du gesucht? Ja, dieses Mystische, das habe ich so angezogen. So dieses Anderssein und so andere Talente haben, die leider nicht von Gott waren. Aha. Und das habe ich dann auch so bekommen. Habe dann angefangen mit Channeln und Pendeln und wusste die Vergangenheit von den Menschen. Das war halt alles von der anderen Seite. Das wusste ich halt nicht. Und ja, irgendwann habe ich ihn dann kennengelernt, habe ihm halt vieles erzählt und Erfahrungen und so. Ich bin so ins Gespräch gekommen und dann sieht man das halt durch dieses geistige Auge. Das Ganze. Und ich habe halt gemerkt, da ist schon was bei ihm zum Schutz, es bleibt irgendwie was weg von ihm. Okay. Ja, auf jeden Fall hat man sich dann so kennengelernt. Und er hat dann mehr darüber erfahren, hat das dann auch so angenommen und dann hat es dann alles angefangen bei uns. Geistheiler haben wir dann gesucht, weil wir dann irgendwas wollten wir. Wir wussten, was wir suchen, aber wir haben was gesucht. Mhm. In welchem Glauben bin ich eigentlich erzogen worden? Katholisch. Katholisch. Ja, aber es war schon eine spirituelle Seite an dir, wo du das Übernatürliche gesucht hast. Mhm. Immer irgendwo ein Ziel. Ja. Aber Magda, was führte euch damals zur Kapelle da? Erzähl mal ein bisschen, wie sich das ergab. Ja, also durch die Esoterik habe ich gemerkt, dass es mir psychisch immer schlechter ging. Und es immer schwieriger wurde, so eine Last. Und ich hatte um mich herum wie so einen Wattebausch, so, habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Ich konnte das Wetter draußen nicht mehr genießen. So schön die Sonne hat geschienen. Mhm. Es
einfach nichts mehr an, emotionsmäßig an mich. Ich habe mich einfach tot und kalt gefühlt. Und ja, was soll ich dazu sagen? Es ist dann immer schlimmer geworden und irgendwann habe ich dann gemeint, oder gemerkt, da stimmt was mit. Und habe dann gedacht, da muss doch irgendwas sein, was mich oder uns hört, was uns doch da rausnimmt. Irgendwas ist doch. Und irgendwie hat Gott das gehört, also er hört ja alles sowieso. Ja, und das war schon so ein Hilfeschrei. Und eine Woche später sind wir nach Luxemburg gefahren. Das war wirklich immer mittwochs. Hat sich irgendwie ergeben, immer mittwochs einmal im Monat nach Luxemburg zum Tanken gefahren. Und da sahen wir halt auf dem Hinweg, sahen wir halt die Kapelle, also Marco ist hier auch gefahren. Ja, die Kapelle ist beleuchtet, muss man dabei sagen. Also, und von der Autobahn kann man die erleuchtete Kapelle da über Merzig kann man schön sehen. Ja, ich muss auch sagen, ich habe es da richtig dermaßen hingezogen. Ich habe gesagt, also ich glaube, Magda, ich glaube, da ist irgendwie die Antwort auf das, was wir suchen. Ne? Das hat mich irgendwie hingezogen, das hat mich auch nicht locker lassen. Und sie sagte da so, ja, wir können ja gerne mal hinfahren, aber nicht heute. Mhm. Vielleicht war es gar kein Mittwoch, keine Ahnung. Weil ich denke, dass Gott das genauso geplant hat. Wir hatten es auch schon vorbereitet, dass wir die Kapelle erstmal sehen. Ja? Dass da auch ein Verlangen, ein Wunsch ist, da überhaupt hinzugehen. Mhm. Und so kam es dann, dass wir dann doch an einem Mittwochabend, wo ihr erbetet, dann Richtung Kapelle. Mir ging es dann auch richtig dreckig, mir ging es richtig elend. In dem Moment, dann sagte sie so, weißt du was, wir fahren jetzt mit der Autobahn ab und wir suchen jetzt diese Kapelle und fahren dahin. Ich innerlich natürlich wollte erstmal nicht, habe mich da zur Wehr gesetzt und bin dann aber direkt im Auto eingeschlafen. Ne? Ja. Also ich habe gedacht, nein, ich will da nicht hin und bin dann direkt irgendwie eingeschlafen, ohne irgendeinen Grund, so wie wenn irgendwie Gott jetzt sagt, jetzt bist du mal ruhig oder so. Oder es wollte ich was anderes zum Einschlafen. Auf jeden Fall, er ist eingeschlafen, Rückweg und ich habe dann gedacht, die Kapelle, wir wollten eigentlich dorthin fahren. Oh komm, ich fahre einfach hin, ich habe ihn schlafen lassen. Ja. Ich bin dorthin, ich wusste den Weg nicht, aber ich habe dann geschaut, wo die Kapelle ist, bin dann halt immer hinter diesem Licht her um den Berg herumgefahren. Einmal habe ich dann gefragt und dann hat es mir halt den Weg erklärt. Und dann seid ihr hochgekommen. Ja, muss man dabei sagen, wir waren dann schon oben. Und haben immer da gebetet in einer größeren Gruppe und haben einfach auch gebetet für die Stadt. Und dann sind jetzt weiter dazugekommen. Ja. Also es war eiskalt an dem Abend. Ja, war wie minusgrad. Was machen die Menschen hier auf dem Berg? Ja. Eiskalt. Wir haben halt gewartet, bis ich fertig gebetet habe. Und dann bin ich auf euch zugekommen und habe mal gefragt, was macht ihr denn da? Und so ist man ins Gespräch gekommen. Ihr habt dann gesagt, wir beten für die Stadt Merzig. Ja. Für den und für den. Und genau, ich habe aber auch einen inneren Impuls gehabt, zu euch zu fragen, ob ihr euer Leben nicht Jesus geben wollt. Ja. Was mich total überrascht hat, ihr wart da gleich bereit, euer Leben Jesus anzugeben. Ganz ehrlich, aber auch aus dem Grund, weil ich hatte diese Emotionslosigkeit ja auch. Also ich hatte mit dem Gedanken gespielt eigentlich, wäre es nicht besser, wenn du stirbst. Ja, ich habe Musik gehört und keine Emotionen mehr gehabt, also keine Gefühle, ich war innerlich, ich war tot und ich habe gedacht, ob ich jetzt lebe oder sterbe, es ist mir eigentlich egal. Und nachdem du die Frage gestellt hast, wollt ihr nicht Jesus euer Leben geben, habe ich gedacht, was hast du zu verlieren? Schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Das war das Ergebnis. Und ich glaube, wenn man an so einem Punkt ist, ist das Allerbeste, wenn man dann sein Leben Gott anvertraut, weil du dann wirklich keine Gegenwehr mehr setzen kannst. Wie ein Ertrinkender quasi, der im Wasser strampelt und dann keine Kraft mehr zum Strampeln hat und dann erst gerettet werden kann, weil er keinen Widerstand mehr leistet. Ja. Und das war wirklich das Beste. Ja, und dann haben wir euer Leben so wirklich auch dann in Gottes Hände gegeben. Ihr habt euer Leben Jesus gegeben. Und was ist dann passiert, Magdalena? Vielleicht willst du mal ein bisschen erzählen, was ist in deinem Herzen passiert? Also ich muss ehrlich sagen, als wir dort oben auf den Bergen waren, da habe ich nur nichts gespürt. So, und dann habt ihr uns noch eingeladen zur Gemeinde, also an demselben Abend sind wir dann runter, das hat mir ein bisschen Angst gemacht. So. Ich dachte, Sekte, bleib bloß weg. Und auf jeden Fall sind wir dann nach Hause und ich habe dann so eine richtige Motivation bekommen, für ein Bild zu machen. Ich hatte schon alles vorgemalt, aber diese Kraft hat mir nicht gefehlt. So. Mit Gips mit einer Hand, mit einem Herz. Das hat mich so. Ich dachte, ich muss das Bild jetzt machen. Ich muss es jetzt machen. Ich hatte die Tage lang keine Lust, es weiterzumachen. An dem Abend habe ich es gemacht und das Bild ist so schön geworden. Und es ist noch zu Hause.
Ich muss es mal mitbringen, das ist sehr schön. Was hat sich so bei dir geändert? Also ich muss sagen, nachdem ihr gebetet habt, ihr habt ja auch machtvoll gebeten, Autorität, ja, habt auch Dämonen und alles verwiesen. Ne? Mhm. Und ich dachte mir, was schaffen die denn da? Ne? Ihr habt jetzt kein Anrecht mehr an die, sie sind jetzt Kinder Gottes, ist doch okay, alles klar. Ne? Und ich habe in dem Moment eigentlich direkt gemerkt, also ich habe direkt, also im Gegenzug, ich habe direkt was gemerkt. Mhm. Gemerkt, es ist eine Last von mir unten. Okay. Und auf einmal hatte ich nochmal was gefühlt, ich hatte nochmal Emotionen gehabt, ich hatte eigentlich fast schon den Drang gehabt, ich könnte wieder weinen, es war wieder Leben in mir drin. Ich dachte anfangs auch leicht kritisch, Entschuldigung, leicht kritisch, ja, vielleicht ist das jetzt einfach nur so ein Gefühl, ne? Kann ja sein, dass er auch wieder weggeht, war das erstmal ab, ne? Ja, ja. Kann ja genauso irgendwas sein, aber das war nicht nur ein Gefühl, das habe ich spätestens dann gemerkt, als ich nach Hause gekommen bin, lag ich im Bett, weil man wurde mir bewusst, dass ich schon ein richtiger Drecksack war, in meinem Leben, muss ich schon sagen. Also, Sündenergebnis. So ein richtiger stinkender Wahnsinn, wie Mutter sagt. Ne? Und ich habe eigentlich gemerkt gehabt, dass das einiges ist. Und ich habe Rotz und Wasser geheult zu Hause. Und ich wusste damals noch nicht, was es ist. Und im Nachhinein habe ich erfahren, ja, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, ja, kommt der Heilige Geist und gibt dir Sündenerkenntnis. Und so viel Kenntnis hatte ich von der Schrift nicht, dass der Geist Gottes dann direkt was aufbaut. Im Nachhinein wusste ich, es war der Geist Gottes, der an dem Abend schon Sündenerkenntnis in mein Herz gab. Und bei dir habe ich auch so bemerkt, du hattest einen Riesenhunger, auf Gottes Wort zu lesen. Ich habe die Predigt, das muss ich auch noch sagen, die hat uns eine Predigt gegeben. Das war, ich kann es noch ganz genau sagen, das ist die Predigt, die hast du 2009 gepredigt, war wieder nicht da. Eine Hoffnung, die mein Herz erfüllt. Und diese Predigt, die hatte ich rauf und runter gehört. Da ging es dann auch darum, um die okkulten Dinge, ja, dass weder zum Moabbild, weder das Okkulte, egal was, dass nur Jesus frei macht. Und diese Predigt, die hatte ich Tag und Nacht gehört. Und wir hatten nachts auch immer, sag ich mal so, wo ich gemerkt habe, dass irgendwas geistig negativ ist und so. Und dann war auch in der Punktzeit. Also wenn ich diese Predigt anhatte, habe ich gemerkt, es war weg. Ja, und da hatte ich die Predigt Tag und Nacht laut oder leise. Ich habe nicht mehr aufgehört, diese Predigt zu hören. Und ich habe mich auch richtig wohl gefühlt, wenn ich gehört habe. Und ich konnte das auch so richtig nachvollziehen, wie du das mit deinem Pferd erzählt hast, und so mit dem El Piso, wo du da reiten willst mit Jesus zusammen. Und ich habe das so richtig nachempfunden und hatte einen richtigen Hunger danach. Und ich wusste eigentlich schon ab dem gleichen Abend schon, dass das die richtige Entscheidung war, dass ich diesen Weg gehen muss und gehen will. Super. Ich habe die Predigt nachts ausgemacht, weil es mich genervt hat. Ja, klar, nachts, also, wenn wir schlafen. Ja, die waren wirklich leise. Ja. Geist von dir. Der andere Geist. Ja. Der war was da dran. Die war morgens sowas von mies genommen. Ne? Ja. Nur wegen dieser Predigt. Ja, ja. Aber ich habe es hier weg. Ich habe es aufgesaugt. Ich habe es aufgesaugt. Ja. Ich habe gewusst, mein Leben ist schlecht. Mein Leben ist dreckig. Ja. Das ist die einzige Lösung, dass ich. Ja, ja. Also ich habe es nachts nicht so schnell begriffen. Ja, das habe ich erst mit den Monaten. Stück für Stück begriffen, dass da irgendwie eine Last immer weniger geworden ist und sich da was auch verändert hat und auch diese Aggression weniger geworden ist. Ich war ein aggressiver Mensch damals. Also nicht schon immer, aber in dieser Zeit war ich sehr unangenehm. Genau. Und das wollte ich auch. Irgendwann habe ich es begriffen, Mensch, Gott, ich will nicht mehr aggressiv sein. Genau. So hat man sich Stück für Stück, hat man erkannt, was Gott nicht gefällt und hat dann abgelegt. Dann hat sein Leben dann in diese Richtung verändert. Ne? Ja. Und das ist toll, ich finde es so stark, was Gott an euch gemacht hat. Auf jeden Fall. Ja. Aber mit welcher Hoffnung geht ihr jetzt so in eure Zukunft? Tja, mit welcher Hoffnung? Also ich kann auf jeden Fall sagen, also Magdalena und ich, wir waren jetzt zusammen, wir hatten ja eine Beziehung geführt. Ja. Und ich muss ganz ehrlich von mir sagen, das sage ich jetzt auch vor offener Kamera, ist mir egal. Das ist mein altes Leben. Ja. Ich hatte diese Beziehung auf Lügen aufgebaut. Mhm. Ja. Ich war teilweise ein Hochstapler. Ich habe sehr viele Dinge gesagt, die nicht mehr okay waren. Mhm. Und während der Beziehung hat, auch wie gesagt, auch mit der Beziehung mit Gott, wo er an mir gearbeitet hat, hat der Heilige Geist mir auch wirklich ganz knallhart und klar gesagt, du musst auspacken, du musst. Es bringt nicht nur, wenn du die Sünde vor mich bringst, du musst Magda auch sagen, was alles schiefgelaufen ist. Ja? Und du musst die Wahrheit sagen. Ja. Und das habe ich Stück für Stück gemacht. Und ich habe das noch so, wir sind nach Polen gefahren, im Urlaub, und ich habe dem Geist Gottes gesagt, lass mich mit dir noch in Urlaub fahren, dass wir die Zeit halt noch haben und danach sage ich so, genauso kam es dann auch. Und der Geist Gottes hat mich mehr und mehr gedrängt. Ich hatte ausgepackt, die Beziehung ging zu Bruch. Ja. Heute sage ich, es war gut, dass es zu Bruch gegangen ist, weil es hatte weder Hand noch Fuß. Und so Gottes Wege unerkündbar. So hat man auch noch. Also das, was ich mir für die Zukunft wünsche,
Ja. Kann ich so gar nicht sagen, weil ich will eigentlich immer mehr das wollen, was Gott will. Genau. Das ist zwar nicht immer leicht, manchmal hat man auch seinen eigenen Willen, aber ich will immer mehr in den Willen kommen, den Gott für mich hat, in den Plan, den Gott für mich hat. Genau. Und da bist du auch immer mehr drin. Zwischenzeitlich hast du geheiratet, meine Tochter geheiratet, ist mein Schwiegersohn. Und das ist schön so. Es ist schön so zu sehen, wie Gott das so Stück für Stück weitergeführt hat. Wenn Magdalena, was hat sich bei dir geändert? Also, was ich jetzt noch erzählen will, als er gegangen ist, ich war ja richtig sauer. Ja, klar. Ich habe gedacht, ich will ihn nie wiedersehen. Und ich war ja, wir waren ja zusammen bei euch in der Gemeinde und ich bin dann auch zeitlang nicht mehr gekommen. Und Gott hat das so weit geführt und gedreht, dass wir uns wirklich wieder so vergeben haben, dass wir heute wie Bruder und Schwester miteinander reden. Ja, wir waren halt voneinander da. Jeder hat sich gegenseitig geholfen, wirklich nur auf Bruder- und Schwester-Ebene. Super. Die Vergangenheit war weg. Man kann wirklich sagen, wie in 2. Korinther 5, Vers 17 steht, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ja. Gott hat es so geheilt, also es ist weder noch was vom Alten, also ich kann mich auch ganz ehrlich gesagt an die vorherige Beziehung gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nicht mehr wirklich, was damals so groß als Glauben ist. Einfach weil Gott es weggemacht hat. Es ist vergangen, es ist nicht nur vergeben, es ist weg. Es ist nichts mehr davon in meiner Erinnerung drin. Aber ich muss echt sagen, so wie du früher warst, bist du halt nicht mehr. Das ist ja, das ist schön. Ich muss sagen, er hat sich wirklich so gedreht. Ja. Ich erkenne ihn nicht mehr. Also ich sehe ihn jetzt nur wirklich als verantwortungsbewusster Mensch. Damals ging das gar nicht. Es war schwierig mit ihm. Gott hat Großes gemacht. Ja. Total verändert. Weil bei mir, er hat ja auch schon damals gesagt, ich hätte mich verändert. Und das ist ja halt dieses Ziel, Gott verändert einen und macht einen neuen Menschen. Und ich lache heute. Damals war ich tot, wie in dieser Esoterik-Zeit. Ich war tot, ich war kalt, ich konnte nicht lachen. Und heute, das ist, ich weiß gar nicht. Ja, hier ist eingezogen. Der Geist Gottes gibt dann die wahre Freiheit, ja. So fühle ich mich heute. Ich bin echt dankbar, dass Jesus mich gefunden hat. Schön. Also ich kann ehrlich sagen, Gott verändert. Ja. Und nicht wie die Leute denken, ich bin religiös, ich gehe in die Kirche, und das bringt nichts. Man braucht diese lebendige Beziehung. Genau. Man muss mit Gott arbeiten, zusammenarbeiten und dann merkt man, er ist da. Auch durch Gebete, durch Zeichen, wo man darum bittet, du kriegst die Zeichen. Das ist Hammer, was er bei mir geleistet hat in meinem Leben. Ich hatte so eine lange Liste. Schön. Aber was, Marco, die Frage stelle ich dir vielleicht mal. Was würdet ihr Menschen, die im Okkultismus, esoterischen Dingen verstrickt sind, was würdet ihr ihnen raten? Die okkultistischen Menschen, also ich sage ganz ehrlich, sie sind auf der Suche. Ja. Und ich glaube, früher oder später wird irgendwer immer mal an den Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Ja. Wo sie merken, dass das alles gar nicht das ist, was es verspricht. Ne? Ja. Und jeder, der im Okkultismus drin ist, muss sich eigentlich bewusst sein, dass das nicht die Wahrheit ist. Dass es nicht das ist, was Gott will. Genau. Und Jesus sagt ja, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Genau. Und wenn Jesus das sagt, der der Sohn Gottes ist, dann kann er das auf dieses Ultimatum an sich stellen. Ja? Genau. Und darum ist es so schön zu sehen, wie ihr Jesus angenommen habt. Und ich habe das ja über 7 Jahre so mit euch begleitet und durfte einfach auch diese wunderbare Veränderung miterleben. Das ist für mich auch so eine starke Motivation als Leiter, wenn ich sehe, wie Menschen neue Hoffnung bekommen für ihre Zukunft und ihr Leben verändert wird in die richtigen Bahnen hinein. Das war einfach das Zeugnis jetzt von Magdalena und Marco. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und es gibt euch auch Antworten. Was ich noch sagen möchte, heute ist er verheiratet. Ja, ich komme super klar mit seiner Frau und er kommt super klar mit meinem Vater. Und das finde ich so schön, weil das ist, das hat man nicht oft. Dann ist der eine eifersüchtig auf den anderen von früher. Und das ist in diesem, wenn man mit Gott geht, hat man das. Und diese Neid, diese Eifersucht, das ist weg, weil das einfach nicht von Gott ist. Und das begreifen wir einfach. Und dann wollen wir das auch nicht. Deswegen kommen wir jetzt super klar. Also Heilung, Wiederherstellung und natürliche Bruder- und Schwesternschaft, ja? Und das in der Liebe des Herrn. Genau. Da kann man vergeben, da kann man loslassen und man sieht nach vorne, streckt sich aus nach dem vorgestreckten Sinn. Dankeschön, das war ein schönes Zeugnis. Ich denke, es kann einigen Menschen helfen. Wir hoffen es. Ja. Gott segne allen Zuhörern.